So muss sie ja fertig werden, quasi. Ja, so muss sie fertig werden. Will die auch nicht hetzen, aber ist auch nicht schlimm, wenn schnell. Hier sind wir wieder. Wie versprochen, nächste Woche gibt es eine neue Rockkeeper-Folge. Da sehen wir auch. Wie gehabt, ohne den Spezi. Bequemt sich immer noch nicht dazu, hier mal ein bisschen auszuhelfen. Bleibt mal wieder alles an uns hängen. Aber der Timo ist dabei, der Toto ist dabei. Auch dabei. Und doch, alles beim Alten, würde ich sagen. Wir fahren weiter schön skaliert. Der Timo baut fleißig die Rennstrecke. Ich gehe mal gerade hier so nebenbei schon mal so ein paar Sachen ein. Wir haben so viel Kram übrigens. Quatsch. Oh. Skalit ist schon am Schmelzen wieder. So, so schlimm wäre nicht. Ein Eisenerz. Ich glaube, wo erstmal den ganzen Müll verkaufen. Wertvolle Gegenstände. Alle weg. Geld kann man immer gebrauchen. Das ist richtig. Ah. Zack, 585. So nämlich. Nice. Ich habe noch 3 verschlossene Skalitkisten. Ja, natürlich gleich auch mal aufmachen. Alles einsortiert habe. Weder ist nichts Tolles so. Ach, bestimmt. Variieren. Stärken. Sie die jedes Mal verstärken? Das ist quasi, anstatt zu reparieren, dann, also du kriegst gerade, das ist quasi eine eigene Leiste, die dann weggeht. Und wenn die wieder auffüllen willst, musst du halt verstärken wieder. Ah, okay. Ich dachte, das wäre so ein, dass du dann einfach die, das Item an sich komplett verstärkst, ne? Ja, nee, leider nicht. Das Item aufhört. Also, das hält auch relativ gut, also. Ich würde sagen, das lohnt sich. Das machen wir gleich noch. Eine Kiste gefunden. Oh. Verschlossene Kupferkiste. Skalit kann ja jeder. Davon mit. Verschlossene Kupferkiste? Okay. Ja. Ja, ich brauche doch Kupferschlüssel. So, ich tue dem Spezi mal in seine Gärtnerkiste den tollen Ring. Freut er sich, wenn er dann irgendwann mal wieder mitspielen mag. Ich laufe die Rennstrecke nochmal ab. Ich gucke nochmal, ob alles in Ordnung ist. Stopp mal. Nein, meine Spitzhacke ist nicht kaputt. Das ist ja Quatsch. Ja, auch Unsinn. Das ist Unsinn. Ja. So, was wollte ich jetzt? Die Kiste. Laufen, laufen, laufen. Wie kommt hier schon wieder ein Schleim hin? Das ist so. Wir sind verhalten. So, guck mal. Schon. Quasi. Isa. Der wilde Timo. Ja. Kommt da neu. Oh, machen wir mal 3 Schlüssel, nicht? Ja. 15 Schlüssel. Das ist halt auch. Egal. Wir wollen ja wissen, was da drin ist. Wir können ja jetzt hier unsere Zuschauer nicht hier. Nee. Verstehst, wie ich meine? Ich verstehe, warte mal. Zack. So, das ein Jägermantel. 36 maximale Gesundheit, 7% Ausweichen, 11,5% Fernkampfschaden. Naja, Bernsteinklumpen, Schrottteile.
Das hat sich schon mal mäßig gelohnt. Rotling-Medaille, ein bisschen Geld, ein bisschen Eisen. Toll, nochmal den Ring, den ich gerade eh schon gefunden habe für den Spezi. Hat sich auch mega gelohnt, dafür 15 Skalibaren auszugeben. Das war noch Kupfer. Ein bisschen Kupfer. Stell die nicht so an. Zinn, Schrott, Zinn. Oh, naja. Iris Viris, ne? Iris Viris, genau. Hauptsache die Neugier wurde befriedigt. Wo sind denn die Masern hingekommen? Ja, hab ich alle mehr mit. Ja, hab ich immer mit. Brauchst du welche? Nö, ich hatte ja, die kommen eigentlich hier in die, wo die Barren auch drin sind. Ring der Steine. Naja, nochmal so ein Jägermantel. Ja, das war ein Set, da gibt's noch die Jägerkapuze. Das ist jetzt nicht ganz scheiße, sag ich mal. Aber auch nicht gut, oder was? Weißt du, wenn du den mechanischen Arm auswählst als Item? Putt. Ja, ja, aber du mal. So, jetzt Spezies Samenkiste. Zack. Spezies Samen. Hängst, die sind da. So. Auf geht's. Zack. Jetzt mach. Falls mit dem Vater jemand. Hat keinen Bock zu laufen. Gleich hier nochmal ablaufen, um Fackeln hinzustellen. Ich muss noch ein paar Mal öfter ablaufen, allein schon ein bisschen schön zu machen. Ja. So muss sie ja fertig werden, quasi. Ja, so muss sie fertig werden. Will die auch nicht hetzen, aber ist auch nicht schlimm, wenn schnell. Ja, ich fahre jetzt auch mit dem Kart, dann geht das ja quasi schneller. Das ist korrekt. Ganz schön schlau von dir, Timo. Manchmal. Oh, hier rum. Und aua. Hier rum. Hier nochmal rum. Dann. War quasi da. Ist noch weg. Rücken. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen, verkaufen. Verkaufen. Warte, hab ich abgebaut. Merke ich gerade. So, dann ernten wir mal hier die Skalitenbarren auszuschmelzen. Yeah. Hm. Hast du noch mal 30 Barren? 14. Jetzt hat eine Sekunde eher gesagt, ich werde aber gleich wieder schmelzen. Hose hier drin, fehlt noch eine Hose für den Spezi dann. Na, Hosen nicht. Er braucht keine Hose. Ja, so. Kannst ja wieder anhören. Immer ich bin der Arme. Ja, wer nie da ist. Ja, denke ich mir halt auch. Also,
Ja. Also. Eine Besserblümchen-Halskette. Immun gegen Gift. Aha. Hört an. Eine große Bombe. Oh. Organische Arm und viel verliebbar. Immerhin. Brauchst du jetzt noch Skalit? Ja. Ich hab noch. Voll verstanden. Eieieiei. Schon mal 25 Stück. Scheiße. Ihr macht an. Das war doof. Oh, dauert das lang, bis die fertig sind. Unwesentlich. Was haben wir denn hier? Nein. Das hat sich nicht. 5 Fasern, ein Bernsteinklumpen und eine Jägerkapuze. Ja, ich glaube, hier soll das gar nicht, also diese Kapuzen, wenn du die als Set anziehst vielleicht sogar, dann weiß ich gar nicht, ob die so scheiße sind. 15% kurzfristige kritische Trefferchance nach dem Still. Hm. Und was haben wir hier? Ein gebrochener Griff. Er ist Schrott. Der ist gebrochen, würde ich mal sagen. 1 bis 123 nach Kampfschaden, 2,5 an. Weiß ich mal. Denn so eine Automatikwerkbank eigentlich würde ich nicht gerne mal bauen. Weil ich bin neugierig, was es da gibt. Schieben ganz viel tolles Zeug. Kann ich das schon mal machen. Spezi ist eh nicht da, das heißt die Hose für den ist gerade eh nicht so wichtig. Das ist richtig. Ja, aber verrate ihm das nicht. Nein, das machen wir ja auch nicht. Ich habe damit kein Problem, ihn zu verraten. Hätte einmal da sein können. Oh, Fließbänder. Transportiere deine Ressourcen. Der ist ja toll hingestellt. Ja. Oh. Jo. Stell mal wieder dahin die. Oh, du hast wahrscheinlich Strom mit abgebaut. Ist halt alles ein bisschen eng hier irgendwie, ne? Bohrer, hier kann man den Bohrer bauen. Ah, guck mal. Ja, der braucht halt dann Strom. Und dann kannst du da Sachen abbauen mit Roboterarm. Greift Dinge und platziert sie woanders. Und einen Sprinkler. Oh, wir brauchen den Spezial, wir können einen Sprinkler bauen. Na guck. Ein Roboterarm, der abpflanzt. Ja, gerade Spezi. Ja. Ja, ich denke mal so Schmelzen und so was. Hier wird man damit automatisieren können. Aber kostet natürlich alles Skalit. Wir haben vorhin gesagt, wir haben hier so einen wieder Mantel. Habe ich hier hinten. Hier. 3 Stück habe ich gewonnen. Oh. Okay. Ach, da ist Ausrüstung drin, was jetzt nicht direkt für. Greatest. So, Beinrüstung Nummer 4. Haben wir das schon mal fertig? Die Strecke an sich ist fertig. Brauche nur Fackeln. Stell ich Fackeln her. Also cool aussehen tut die Rüstung auf jeden Fall. Mit einem Jägerset. Wo stelle ich Fackeln her? Brauche nur Holz. Kann das sogar im Inventar anmachen. Ja, nice. Dann so nochmal ein bisschen Holz mit. Ich tue erstmal eine Kiste, hat rechtliches Skalit, der Rest schmilzt noch. Können auf jeden Fall noch ein bisschen was herstellen damit. Aber braucht ihn jetzt auch nicht beim Schmelzen die ganze Zeit zu gucken, ganz Feuer lang, ne? Ist ja auch langweilig.
Wir wollen in der Zeit mal mehr Skalit holen. Gute Idee. Fließbänder. Mehr Spezies, wenn wir ein paar Sprinkler hinterher haben. Sollen wir wahrscheinlich wieder alles für umbauen. Aber dann brauchen wir nicht immer gießen. Willst du also ein paar Spezies will rationalisieren? Ja, der beschwert sich ja immer über alles, weißt du? Ich frag nur. Ja, der anpflanzen muss er ja dann trotzdem. Dann muss er nur nicht mehr gießen. Hm? Man kann aber viel mehr anpflanzen. Ja. Ich glaube, ich gehe mal Richtung Süden. Eine Fackel. Fackeln mehr, kein Problem. Keine Fackel, kein Problem. Richtig. So. Oh, hier schon wieder so eine super Sandsteinwand-Geschichte. Ist so super. Ja. Weiß ich nicht, was so super ist. Also hier gibt es halt dieses Galaxiterz. Problem ist, du haust da ungefähr 2 Wochen drauf gefühlt und eine Wand. Schon mal gut zu wissen, wo es ist für später, ne? Also das ist ja nicht wirklich. Genau. Und da will ich mich jetzt bis da reingraben. Wir trauen uns mal einfach, ne? Ich spreche mich dann wieder so ein Explosionsschmetterling an, aber hey. Der will schon mal spielen. Also. Oh, das sind neue Gegner. Weiß nicht, ob ich da hin will. Doch, geh mal gucken, was die können. Und kannst du uns das ja erzählen, dann wissen wir, ob wir da hingehen werden oder nicht. Alles klar. Kein Problem mehr. Der hält schon mal ein bisschen was auf. Aua, 193 Schaden hat er mir gemacht. Der schießt immer direkt dreimal, wenn er schießt. Ja. Oh, hallo. Ach. Absolut Gefühl, man sollte hier noch nicht sein. Meinst du? Aber dann kommt die Neugier, weißt du? Ja, die droppen nicht mal was, die Kackviecher. Ja, dann gehe ich auch wieder. Dafür brauche ich jetzt nicht immer stundenlang Wände kaputt machen für nichts. Galaxiterz können wir eh noch nicht benutzen. Aber wir sehen uns wieder. So. Ob ihr wollt und nicht. Ja, ich glaube, der Süden ist echt dieses Gebiet. Er hat dringend nicht so richtig. Nicht? Ja. Den Norden weiter erforschen. Ja. Nein. 6. Wir haben jetzt 18. Nice, Timo, nice.
beeindruckst mich immer wieder. Ja. So bin ich. Oh, Bergbautalent. Mehr Bergbaugeschwindigkeit. Yay. Yeeha. Ich werde jetzt nicht mehr abzählen. Ich werde jetzt bei Schnauze die Fackeln platzieren. Ey, kein Bock. Ist herandösig bei. Hinterher verzähle ich mich noch. Das wäre nicht so gut. Au. Das wird auch dein Skill von gerade halt wieder mindern, muss ich sagen. Ja. Deswegen geht da mal lieber kein Risiko ein. Ich gehe mal kein Risiko. Hier sind mir zu viele. Gar kein Bock drauf. Gar kein Bock. Gar kein Bock. Mann, die nicht lieb zu dir. Geh weg, Schleim. So eine Fackel hinsetzen. Hier das ist ja unverschämt. Finze. Also da kommst du da an, ne? Willst denen die Demokratie bringen, ne? Und die sind wieder so unverschämt. Wow. Diesen See, ja. Easy. Und alle nur so, yeah. Ich habe schon mal eine Grundlage, da wo der Fischer ist, da ist ein relativ großer See. Also da könnte man mal irgendwann später als Grundlage nutzen für so ein Bootsrennen. Ja. Schon mal eine Fläche. Das ist sehr gut. Ich meine, lange natürlich nicht groß genug, ne? Aber. Es ist nie groß genug. Alles, was man nicht weggraben muss, ist ja schon mal gut. Das stimmt. Nav! Scheiße! Nav! Narf! Okay. Irgendwo hatten wir doch noch Mining Cards, oder? Weiß ich nicht. Stimmt, ja. Nutzen kannst du dir aber auch welche machen an irgendeinem Tisch. Kosten jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, das sind Zinn. Eigentlich hatten wir immer mal welche noch, ja. Irgendwie sind die auch alle auf mysteriöse Weise verschwunden. Ja, der spezielle Verschlamm wahrscheinlich. Würde ich jetzt so nie sagen. Ja, aber wenn das auch so ist. Kann man auch ruhig mal zugeben, finde ich. Ja. Ich höre jetzt gerne wieder auch von niemandem. Nö. Ja, oh, Quatsch. Skalit. Skalit. Die Steinwände, die am Anfang problematisch waren, inzwischen einschlachen. Bam, 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 bam. Durchrennen, ey. Ja. Wäre ja auch schlecht, wenn ich, ne? Ja, mein Charakter kriegt so langsam eine Übung in Spitzhacke schwingen.
Ich glaube, ich habe überall Licht gemacht. Und Timo sprach, es wäre Licht und es war Licht. Ah. So, ich werde mal eine Testrunde drehen. Mach mal eine Testrunde. Und Gas. Miau. Sogar Hindernisse eingebaut. Aha. Wir haben ja auch Bäume mitgebracht. Aber da können wir wahrscheinlich mal durchfahren. Das weiß ich nicht. Das, was da auf der Strecke ist, kann man auf jeden Fall nicht durchfahren. Er muss auch ein bisschen herausfordernd sein, wenn man schon, ich glaube, er hat da keine Collision, glaube ich, bei den Karts, ne? Untereinander? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Meine nicht. Irgendwas anderes noch haben wir so ein bisschen. Ne? Sicher. Oh ne, ich gehe hier weg, ey. Alles voll Gegner schon wieder, ey. Alles voll mit Gegners. Alles voll. Miau. Miau. Ui. Ui. Au. Ach, scheiße, da kommt. Wenn du denkst, du bist am Ziel, wir sind noch krass. Ja! Ja. Schon gesagt. Lass mich alle in Ruhe. Test erfolgreich. Alter Schwede, die sind aber aggressiv hier, ey. Ja. Manchmal ist das so. Weil ich jetzt schon so weit bin, gehe ich jetzt nach Hause und komme erst nächste Woche wieder. Ja, dann hoffe ich, sehen wir uns nächste Woche wieder, lieber Timo. Ich freue mich drauf. Ich denke. Ja. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch über jedes Like und jeden Kommentar und jedes Abonnement unseres Kanals. Abonnement. Das ist Französisch für Abonnement. Abo. Richtig, das ist Französisch für Abo. Ich spreche fließend Französisch, ne? Weil die es nicht wussten. Kann sich anhören wie Griechisch oder Spanisch oder irgendein Mischmasch daraus, aber es ist auf jeden Fall Französisch. Ne? Deswegen, ja, jeder, der was anderes sagt, lügt und deswegen verabschieden wir uns jetzt. Tschüss, danke. Arrivederci. Ciao. Tschüss.